Wir leben in einer sehr hektischen Welt und Stress und Druck gehören meistens zu unserem Alltag. Und auch mein letztes Video war über die Frage, wie wir unsere Zeit am besten nutzen und so viel wie möglich schaffen. Aber da ich persönlich ein großer Fan von Achtsamkeit bin und momentan auch versuche, mein Leben in ein gutes Gleichgewicht zu bringen, geht dieses Video hier heute über das Thema Slow Living, Intentional Living und achtsames Leben generell. Und ich möchte einfach mal ein paar kleine Tipps an euch weitergeben, wie ich versuche, mein Leben achtsamer zu leben und auch ein bisschen versuche, dieses Slow Living in mein Leben zu integrieren. Was ich mein Leben lang irgendwie schon immer gerne gemacht habe, ist es, Zeit alleine zu verbringen. Das ist nicht, weil ich introvertiert bin oder irgendwie schüchtern bin oder keine sozialen Kontakte haben möchte und so weiter. Das ist einfach, weil ich viel Zeit mit mir selbst brauche und mit meinen Gedanken brauche. Und ich finde auch irgendwie, dass eine Zeit alleine die einzige Zeit ist, in der man mit seinen Gedanken wirklich konfrontiert ist und dies auch annehmen kann und denen auch zuhören kann. Und das ist halt total wichtig, dich selbst zu verstehen, deine eigenen Gedanken anzunehmen und denen zuzuhören und die zu reflektieren eventuell. Und ich glaube, dass es heutzutage so für unsere Generation gerade schwierig ist, alleine zu sein und ohne Lärm zu sein und in Stille einfach zu sein, da wir eigentlich immer abgelenkt sind, sei es jetzt durch Freunde, durch die Schule, durch unser Handy halt vor allem auch, werden wir einfach fast durchgängig abgelenkt und haben sehr, sehr wenig Ruhe. Und ich kenne das bei mir selbst, also wenn ich irgendwie alleine bin, dann höre ich auch immer Musik oder gucke irgendwas an. Und ich versuche halt das zu minimieren und wirklich auch achtsamer durch mein Leben zu gehen und auch mit Ruhe und Stille durch mein Leben zu gehen. Stille, das klingt jetzt komisch, aber mehr Stille und Ruhezeit in meinem Leben zu integrieren. Vor allem auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Tagebuch schreibe oder so, versuche ich dabei nicht Musik zu hören, um einfach meinen Gedanken mehr Platz und Raum zu geben, wenn man das versteht. Ich glaube, was mir auch hilft, mein Leben mit mehr Intention zu leben und auch ein bisschen achtsamer zu leben, ist nicht mehr so viel Fokus auf kleine Dinge zu geben, sondern eher das große Bild zu betrachten. Und ich habe ja so einen Spruch stehen, der heißt, aha, okay. Und diesen Spruch habe ich öfter in meinem Leben stehen, sei es jetzt auf meinem Hintergrundbild, auf meinem Handy, an meinem Vision Board oder jetzt hier an dieser Tafel. Und dieser Satz bedeutet für mich, dass akzeptieren und das nicht so viele Gedanken machen um kleine Dinge. Über kleine Dinge, sorry. Denn oft passieren uns Dinge im Alltag, die uns zu dem Zeitpunkt vielleicht schlecht fühlen lassen, die wir gerade nicht so cool finden, was natürlich immer irgendwie passiert. Aber es bringt einfach nichts, sich über diese kleinen Dinge aufzuregen. Und ich frage mich dann immer, würde mich das in 5 Jahren noch interessieren? Würde es mich in, weiß ich nicht, 2 Jahren interessieren? Oder würde es mich sogar nächsten Monat noch interessieren? Und meistens sind diese Antworten bei diesen kleinen Dingen immer nein und nicht so wichtig. Und wenn ich mich über diese kleinen Dinge immer wieder aufregen würde, jeden Tag, würde das meine Energie einfach extrem, extrem rauben und mich persönlich runterziehen. Und deswegen habe ich hier diesen Spruch, kann man es gar nicht nennen, aber diese 2 Wörter, aha, okay, an die ich mich immer gerne erinnere und sage, okay, so ist das. So ist es halt, aber okay, und dann nehme ich mein Leben weiter. Aber es ist okay, weil ja, ich es im Moment auch nicht ändern kann. Was ich auch sehr gerne mache, ist meinen Tag am Morgen achtsam direkt zu starten und mit Reflexion zu starten und mit Ruhe zu starten. Denn ich merke, dass ich in diesem Punkt sehr anders von meinen FreundInnen bin. Denn ich persönlich nehme mir am Morgen immer mindestens 1 Stunde Zeit, um ja aufzustehen und mein Morgenritual durchzuziehen und fertig für den Tag zu werden, wenn man es so nennen kann. Denn ich persönlich muss immer um 7:15 los zur Schule, aber stehe schon immer 6:15 auf. Also ich habe wirklich eigentlich ziemlich lange Zeit, finde ich persönlich. Und auch am Wochenende nehme ich mir immer ziemlich viel Zeit am Morgen und stehe auch relativ früh auf, denke ich jetzt mal, dass es früh ist. Und ich mag es einfach sehr, mir persönlich diese Zeit am Morgen einfach zu nehmen, diese Zeit für mich zu haben, um in den Tag zu starten und mit Ruhe in den Tag zu starten und nicht gleich mit Stress und ich muss es aufstehen, ich muss das jetzt machen und das machen und das machen, dann schnell losfahren. Das wäre irgendwie nichts für mich und dann würde der Tag auch direkt schlecht starten, mit Stress starten, mit Druck starten, mit Angst starten. Und das Ganze muss ja nicht gleich bedeuten, dass du jeden Morgen Tagebuch schreiben musst, meditieren musst, Yoga machen musst, in Stille sitzen muss und so weiter. Aber wenn du dir schon eine einzige achtsame Gewohnheit raustust, kann dir das schon sehr helfen, noch über den Tag achtsamer und intentionaler. Ich glaube, das sagt man nicht im Deutschen, aber wie sagt man das dann? Gezielter durch den Tag zu gehen? Und ansonsten ist es auch ein wichtiger Punkt, deine Screentime zu limitieren und zu minimieren. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du dein Handy wegschmeißen sollst und nicht mehr anmachen sollst oder irgendwie nur noch 1 Minute am Tag an deinem Handy sein sollst. Aber du kannst dich einfach fragen, für was nutzt du dein Handy? Und nutzt du dein Handy für die richtigen Dinge, was auch immer für dich jetzt wichtig bedeutet?
oder für andere Dinge, die dich nur ablenken und schlecht fühlen lassen. Und falls du mehr zum Thema Screentime minimieren und weniger Zeit auf Social Media wissen möchtest, kann ich dir sehr gerne mal diese Videos hier unten verlinken. Denn ich habe auch schon öfter mal darüber geredet und habe das Ganze nochmal im Detail behandelt, wie ich persönlich weniger Zeit auf Social Media verbringe und wie ich es schaffe, meine Screentime zu minimieren. Also dazu dann mehr in diesen Videos hier. Und ich glaube, dieses Video hier ist auch ein ziemlich guter Zeitpunkt, euch mitzuteilen, dass ab dem heutigen Tag erstmal für die nächste Zeit nur noch 2 Videos die Woche kommen werden. Denn wie ihr wisst, habe ich eigentlich immer 3 Videos in der Woche hochgeladen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mich YouTube momentan echt ein bisschen stresst und ich meine Videos nicht mehr so schön gestalte, wie ich sie eigentlich gestalten möchte. Denn ich möchte mir wirklich viel Mühe mit den Videos geben, aber mit 3 Videos in der Woche, neben der Schule, die ich hier auch noch habe, echt kompliziert ist und ich diese Videos nicht mehr so hochwertig produzieren kann, wie ich es eigentlich möchte. Und deswegen werden wir uns ab jetzt immer jeden Sonntag und Donnerstag um 17 Uhr hier auf meinem Kanal treffen. Ich freue mich sehr, dass ich meine Videos in dieser Zeit wieder ein bisschen hochwertiger gestalten kann und ein bisschen mehr so machen kann, wie ich es eigentlich immer wollte. Und ich euch deswegen auch mehr Wert und mehr Wissen und Motivation und Inspiration hoffentlich weitergeben kann. Genau, also vielen Dank fürs Zugucken. Hier sind jetzt noch weitere Videos, die dich eventuell interessieren könnten. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann auch sehr bald hier mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.